Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Albeb Bestwin. Wir machen heute die Windäther-Quest bei den Zwergen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Storyline ist, aber ich glaube ja. Hallo, wen haben wir denn da? Du bist sicher die Reisende, von der mir unser Dorfvorsteher erzählt hat. Sei mir gegrüßt von einem von Herz mit einem von Herzen kommenden Holadrio. Holadrio. Ein lebhafter Gruß öffnet die Tür zum Herzen. Du gefällst mir. Dein Holadrio kann sich hören lassen. Schön wäre es, wenn mein Sohn auch mal lernt, wie man anständig grüßt. Schon als kleiner Junge hat er immer nur mit diesen automatisierten Eisenbärten gespielt und nie gelernt, wie man mit anderen Leuten vernünftig redet. Dabei weiß er in jeder Zwerg, dass wer mit einem Holadrio gegrüßt wird, auch mit einem Holadrio antwortet. Freunde hat mein Sohn auch keine, da mache ich mir als Mutter schon Sorgen. Noch dazu ist er seit kurzem in der Trotzphase. Ich kann sagen, was ich will, er hört einfach nicht auf seine Mutter. Warte mal, da kommt mir eine Idee. Verwandten oder den Leuten im Dorf hört er zwar nicht zu, aber wenn jemand wie du, die von weit her kommt, ihn anspricht, siegt vielleicht seine Neugier und er schenkt dir Gehör. Was meinst du? Ist das nicht eine gute Idee? Freunde dich bitte mit meinem Ronit an und bringe ihn dazu, doch wenigstens anständig zu grüßen. Er kennt sich übrigens sehr gut mit dem Bau von Eisenbärten aus. Wenn du dich mit ihm anfreundest, bekommst du sicher auch seine komischen Eigenkonstruktionen zu sehen. Gehen wir am besten gleich mal zu ihm. So. So, mal schauen. Ach, ich kann ja. Jetzt versuche ich zu fliegen, obwohl ich hier gerade die Quest mache, mit der ich unter anderem Fliegen freischalte. So, wo wollen wir denn hin? Ah, hier hinten, okay. Ronit, wir haben eine Reisende zu Besuch. Begrüße sie, wie es sich gehört. Wer bist du denn? Und was willst du überhaupt? Ich bin beschäftigt. Holadrio. Oh, gar kein schlechter Gruß für einen Nichtzwerg. Na warte. Holadrio. Meine Güte. Schau sie an und grüße laut und deutlich. Das braucht dir doch nicht peinlich zu sein. Halt den Mund, Alte! Mir ist hier gar nichts peinlich. Ich bin einfach nur ein harter Kerl, klar? Schon klar. Aber sag mal, hattest du da gerade etwas gesucht? Was? Hab nur meinen Hammer gesucht. Den Hammer? Das darf doch nicht wahr sein. Was machen wir jetzt? Der Hammer des Jungen ist äußerst wertvoll und seit Generationen im Besitz unserer Familie. Es war der Lieblingshammer des legendären Schmieds Watz. Was stehst du hier noch herum? Such ihn! Wir helfen dir auch! Du fragst die Leute im Dorf, ob jemand Watz Hammer gesehen hat. Wenn du wie vorhin anständig grüßt, helfen sie dir bestimmt weiter. Okay, dann reden wir mit den Leuten. Ich find's interessant. Du kommst irgendwo Fremdes hin und die kommandieren dich gleich rum. Hm? Was gibt's, Holla?
Hoho, so wird gegrüßt, Holla. Du bist in Ordnung, Holla. Wieso nicht Holatio? Du suchst Schwarzhammer, Holla? Ist das nicht der Hammer von diesem unseligen Ronit, Holla? Frag mal den zaghaften Zwerg. Der meinte, er habe ihn mitgenommen, Holla. Ich muss nun wieder an die Arbeit, Holla. Bis später, höfliche Reisende, Holla. Was? Okay. Dann wo ist der zaghafte Zwerg? Da ist da hinten irgendwo. Oder die, das weiß man ja nie. War vorhin auch überrascht, als die plötzlich gesagt, sie ist die Mutter. Was willst du von mir? Holatio! So wird gegrüßt. Du bist wohl nicht nur auf der Durchreise, oder? Der Hammer, den habe ich vorhin gefunden, den ich vorhin gefunden hatte, den wollte ich gerade zum Dorfvorsteher bringen. Was? Das ist Ronits Hammer? Mit dem Jungen komme ich gar nicht zurecht. Könntest du vielleicht den Hammer zu Ronit bringen? Hier, jetzt hast du ihn. Okay, dann gehen wir zurück zu Ronit. Da hinten wahrscheinlich wieder lang. Na hier, da steht er doch. Du schon wieder? Wir unterhalten uns gerade. Ich hab deinen Hammer. Was? Das ist ja mein Hammer. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Du hast den Hammer gefunden. Siehst du, Ronit? Weil Erlwib immer anständig gegrüßt hat, waren die Leute auch freundlich zu ihr. Nimm dir daran ein Beispiel und bedanke dich anständig. Nerv mich doch nicht ständig damit! Also gut. Hör mal, du bist in Ordnung. Den Hammer stecke ich jetzt besser weg, damit er nicht wieder verloren geht. Den will ich benutzen, wenn ich erstmal ein legendärer Schmied geworden bin. Weißt du, Erlwib, der Junge ist zwar schüchtern und nicht einfach im Umgang, aber es wäre schön, wenn ihr trotzdem Freunde werden könntet. Was? Ich brauche aber keine Freunde. Na gut. Wir sind zwar keine Freunde, aber weil du mir geholfen hast, kannst du Mitglied in meiner Bande werden. Komm mal bald wieder. Bis dann. Oh, du bist tatsächlich wiedergekommen. Bist wohl von der neugierigen Sorte, was? Also gut, da du jetzt zu meiner Bande gehörst, zeige ich dir auch meinen Eisenbart. Das unbezwingbare Unikat. Die kongeniale Konstruktion, der plappernde Apparat. Ich präsentiere Mario Eisenbart. Ach du Scheiße. Das Aussehen ist das eines herkömmlichen Eisenbartes, aber ich habe ihn mit mir von mir höchst selbst entwickelten rudimentären Sprachfunktionen ausgestattet. Holatio. Holatio. Ho, nicht zweimal, klar? Honig, zweimal, klar. Nicht schlecht für den Anfang, oder? Hey, machst du dich über mich lustig? Du findest es wohl spaßig, dass ich Eisenbärte anständig grüßen kann, aber bei richtigen Leuten keinen Ton herausbekomme. Sieh dich ja vor. Sieh dich da vor. Dämlicher Apparat. Aber vergessen wir das mit der Begrüßung. Wenn du mir bei einer anderen Sache hilfst, werde ich dir großzügigerweise verzeihen.
Es gibt da so ein altes Muttchen namens Xemut. Ich will, dass du ihr das hier bringst. Das ist der Brennstoff für Arbeitsgeister. Damit werden die Eisenwärter angetrieben. Ich verlasse mich auf dich. Okay, dann gehen wir zu Xemut. Holadio, du bist doch sicher die Reisende, die von weit her in unser Dorf gekommen ist. Was kann eine alte Frau für dich tun? Du bringst mir etwas vom kleinen Ronit? Da danke ich dir aber. In letzter Zeit habe ich solche Schmerzen in der Hüfte. Sei doch so nett und gib den Brennstoff in diesen automatischen Arbeitsgeist. Als ob du das nicht selber machen kannst. Na gut. Hast du den Brennstoff hineingetan? Danke, du warst mir eine große Hilfe. Du bist ja fast so nett wie der kleine Ronit. Da ich nicht mehr so gut zu Fuß bin, hat der Junge mir diesen Eisenbart angefertigt. Er schaut auch regelmäßig, ob alles in Ordnung ist und bessert sie aus. Mit seiner unbeholfenen Art mag er nicht der umgänglichste sein, aber er ist ein guter Junge. Allerdings hat er Schwierigkeiten, damit anständig zu grüßen, weswegen er häufig missverstanden wird. Er müsste nur mal Lust bekommen, Freundschaften zu schließen. Dann kommt ihm bestimmt auch ein schönes Holadio über die Lippen. Aber dass er jemand damit beauftragt, den Brennstoff zu bringen, das hat er auch noch nicht getan. Hier scheint er ja zu vertrauen. Schön, dass du dich mit dem kleinen Rode so gut verträgst. Ich werde mir jetzt etwas die Beine vertreten. Vielen Dank, freundliche Reisende. Okay, dann gehen wir wieder zurück zu Ronit. Hast du dem alten Muttchen den Brennstoff gebracht? Die hat dir doch hoffentlich kein Ohr abgekaut. Aber danke für die Hilfe. Vielleicht werden wir doch noch Freunde. Ich denke mal drüber nach. Oh, du bist es. Sag mal, wir sind doch jetzt Freunde, oder? Klar, Freunde fürs Leben. So schaut's aus. Irgendwie ein komisches Gefühl. Bislang habe ich ja noch nie irgendwelche Freunde gehabt. Da fällt mir ein, warum bist du eigentlich ganz am Anfang zusammen mit meiner Mutter zu mir gekommen? Warte mal. Mutter wird dir doch nicht gesagt haben, dass du dich mit mir anfreunden sollst, oder? Egal. Du bist trotzdem ganz in Ordnung. Ich weiß ja, dass Mutter sich Sorgen macht, weil ich immer alleine bin. Aber ich kann doch nicht einmal mit Familienmitgliedern offen reden. Wie soll das denn erst bei anderen Leuten klappen? Nur mit dir kann ich reden. Vielleicht, weil wir jetzt Freunde sind? Auf deiner Reise hast du bestimmt die verschiedensten Leute getroffen. Weißt du nicht einen Weg, wie ich es schaffe, mit den anderen reden zu können? Zuerst musst du lernen, wie man anständig grüßt. Hast recht. Und du wirst mir dabei helfen? Bist du dabei, wenn ich meine Holadio-Sonderübung mache? Immerhin ist dein Holadio genauso gut wie das der Zwerge von hier. Das wird ein hartes Training. Darum will ich, dass du dabei bist. Auf Anhieb andere Leute mit Holadio zu grüßen, ist noch zu schwierig. Aber Eisenwärter taugen auch nicht als Übungspartner. Darum will ich zuerst mit einer Kreatur üben, die äußerlich wenigstens eine entfernte Ähnlichkeit mit uns ausweist. Los, suchen wir uns einen Übungspartner. Okay, dann schauen wir mal, wo wir Ronit
hinfolgen müssen. Wie weit ist denn das? Ah, okay. Dahin. Der hier wird mein erster Übungspartner sein. Wenn wir ihn nicht versehentlich provozieren, wird er uns bestimmt nicht attackieren. Aufrecht vor ihm stehen, nicht anstarren, es ist nur eine Übung, das ist keine richtige Person. Hola, Holatio! Puh, hab ganz schön feuchte Hände. Hola, hey du grobklotziger Geröllheimer. Ups, das war nicht so schlau. War doch nicht so gemeint. Du verstehst das völlig falsch. Zu Hilfe! Und jetzt bist du wo? Da hinten, okay. Na, falsch. Perfekt, im Taros kriege ich bestimmt schnell klein. Danke. Tut mir echt leid, dass wir... Das war mir einfach so raus herausgerutscht. Ach, verdammt. Wieso? Weshalb? Warum bekomme ich als Zwerg kein Holatio heraus? Vor lauter Kummer läuft er davon. Vollgeronnet und muntere ihn auf. Ich bin einfach nur ein Feigling. Achso, Moment. Muss ich aufmuntern? Moment. Aufmunter. Du meinst, ich schaffe das? Du bist wirklich eine echte Freundin. Du hältst mich sicher für einen mürrischen Griesgram. Dabei will ich nichts weiter, als alle hier nur mit meiner Arbeit als Schmied zu unterstützen. So wie einst der legendäre Schmied Watz. Aber schon als kleiner Junge hatte ich immer nur mit Eisenbärten Kontakt. Daher kann ich mit Leuten einfach nicht gut kommunizieren. Ich will mich ja auch mit den anderen gut vertragen. Doch als ich merkte, dass die anderen mir aus dem Weg gehen, bin ich traurig geworden. Ich habe mich eingeigelt und so getan, als bräuchte ich die anderen nicht. Aber irgendwann wollte dann gar keiner mehr etwas mit mir zu tun haben. Wenn du weiterreist, bin ich wieder ganz allein. Auch wenn es dir nicht leicht fällt, du darfst nicht ausgeben. Es gibt hier viele Leute, denen du am Herzen liegst. Wirklich? Es gibt hier noch Leute, denen ich etwas bedeute? Dann werde ich ihnen durch Taten statt Worten zeigen, dass auch sie mir wichtig sind. Danke dir weiß ich jetzt, dass ich das schaffen kann. Du wirst sehen, ich werde neue Freundschaften schmieden.
Hör zu, ich habe mich entschieden. Ich werde jetzt ins Dorf gehen und jedem ein Holatio entgegenschmettern. Ich will, dass du dafür mitkommst. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich sicher. Gut. Zuerst ist dieser sorglose Typ dran. So, muss jetzt mal kurz einen Schnitt machen, weil bei mir der Paketbote geklingelt hat. So. Dann schauen wir, genau, da wollten wir hin. Zu Ronit. Ho, ha, hallo, Dri. Hä? Was ist so nicht? Habe ich etwas falsch gemacht, Holla? Nein, nein, nein. Ich darf jetzt nicht, darf nicht aufgeben. Jetzt ist der zaghafte Kerl dran. Aber freundlich. Ich muss freundlich bleiben. Ja gut, dann bleibt mal freundlich. Holy Hölle! Ach, Hilfe! Du machst mir ja Angst, Sonnet. Was ist denn bloß los mit dir? Puh, das wird nie etwas. Ich bin viel zu aufgeregt. Ich kann das einfach nicht. Nein, so schnell darf ich nicht aufgeben. Los, Sonnet, reiß dich zusammen und zeig, was du kannst. Okay. Dann schauen wir mal. Wo bist denn du jetzt schon wieder? So. Ah, hier bei Xemut. Ronit, mein Junge, was führt dich her? Holla. Du schaffst das, Ronit. Holatio. Holatio! Holatio! Das war ein sehr lebhafter und bewegender Gruß, mein lieber Ronit. Holla, was ist denn mit dir passiert, Ronit? Ich habe mich richtig erschrocken, so gut war der Gruß. Genau, ich hatte schon befürchtet, dass du vielleicht Streit mit Xemut anfangen willst. Ach was, so etwas macht Ronit doch nicht. Er mag vielleicht nicht der Redegewandteste sein, aber er hat ein gutes Herz. Ronit hat sich extra meinetwegen sogar diesen praktischen Eisenbart ausgedacht, den man auch als Transportmittel nutzen kann. Los, Sonnet. Jetzt schaffst du es bestimmt. Grüße die beiden. Holatio. Holatio, Sonnet. Da hatte ich mich wohl in dir geirrt, Holla. Holatio, das freut einen, wenn man so gegrüßt wird. Dabei war ich mir so sicher, dass du mich nicht ausstehen kannst. Ich mir auch, Holla. Aber ein Eisenbart, der sogar Personen befördern kann? Na Holla, da musst du mir zeigen, wie du den gebaut hast, Holla.
euch nicht ausstehen? Wo denkt ihr hin? Und die Sache mit dem Eisenbad erkläre ich euch in allen Einzelheiten. Abgemacht, da bin ich schon sehr gespannt. Das war das erste Mal. Wie schön, Ronit. Aber da gibt es noch jemanden, bei dem du dich bedanken sollst, oder? Wenn ihr mich bitte entschuldigt. Hast du das gesehen? Ich konnte anständig grüßen und habe neue Freunde gefunden. Das verdanke ich alles nur dir. Komm, wir stellen dich noch einmal meiner Mutter vor. Bist ja jetzt schließlich jetzt eine Freundin von mir. Na gut, dann gehen wir nochmal zu Biot. Holadrio, ihr beiden! Holadrio! Hast du Worte? Johnny, du kannst ja jetzt grüßen. Hehe, war doch ein Kinderspiel. Na gut, das alles verdanke ich meiner guten Freundin dir. Du hast dafür gesorgt, dass Sonnet erwachsen geworden ist. Du bist eine herzensgute Seele. Was ich als Mutter nicht vermochte, hast du als seine Freundin fertiggebracht. Ich danke dir von ganzem Herzen. Hehe, hat man es erst einmal geschafft, anständig zu grüßen, macht es sogar richtig Spaß. Auch wenn du deine Reise nun fortsetzen wirst, musst du uns unbedingt mal wieder besuchen kommen. Alles Gute und bis bald. Das im Mod Holadrio erlernt. So, wo haben wir denn Holadrio? Holadrio. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ich verabschiede mich mit einem gepflegten Holadrio.